Das Mittelmeer wird Jahr für Jahr ein immer beliebteres Urlaubsziel. Viele von uns unterschätzen allerdings den Mittelmeerraum in einer Hinsicht ganz besonders, nämlich in der dort herrschenden Artenvielfalt. Sowohl an Land als auch im Wasser sind hier einzigartige Lebewesen zu Hause. Oftmals ist es allerdings der Fall, dass man sie erst erkennt, wenn man etwas genauer hinschaut. Herzlich willkommen in den Mediterranen. Einer meiner Lieblingsorte in den Mediterranen ist die kroatische Küste. Das ist ein Gebiet, was mir speziell in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen ist. Aus dem einfachen Grund, dass ich selbst lange Zeit die Artenvielfalt der Adriaküste ziemlich unterschätzt habe. Natürlich sind es keine Tropen, wo es nur von Korallenriffen und Dschungel wimmelt. Aber auch hier sind super coole und faszinierende Tiere zu Hause. Und das erste Tier, dem ich gerne das Spotlight geben würde, ist ein Meeresbewohner. Zuvor habe ich dieses Tier nur ein einziges Mal in voller Pracht gesehen. Als Beweis, dass es sie gibt, finde ich aber meist nur an Land gespülte Überreste. Nämlich das hier. Das ist das sogenannte Schulp. Hierbei handelt es sich um die überbliebenen Kalkskelette eines verstorbenen Tieres. In einem lebenden Tier dient das hier als Auftriebskörper. In diesem Schulp sind nämlich winzig kleine Kammern drin, die entweder mit Gasen oder mit Flüssigkeit gefüllt sind, je nachdem, wo es hingehen soll. Das Tier, dem das Schulp gehört, ist die Sepia. Sepien sind Kopffüßer. Ähnlich wie Kalmare und Oktopoden. Aber diese Tiere zu finden, ist keine leichte Aufgabe. Sie können sich nämlich auf dem Untergrund unfassbar gut tarnen. Ihre Fähigkeit, sowohl Körperfärbung als auch Oberflächenstruktur zu verändern, macht sie zu wahren Meistern der Tarnung. Aber wie ihr mich kennt, habe ich etwas Glück gehabt und tatsächlich meine zweite Sepia gefunden. Zu dieser Story gibt es allerdings wesentlich mehr als nur das. Also gehen wir es Schritt für Schritt durch, denn was ich alles gesehen habe, ist echt spannend. Zurzeit ist es Mitte September, also das Wasser ist noch relativ angenehm mit über 20 Grad Celsius. Untertags sind noch genügend Urlauber im Wasser und beim Schnorcheln sieht man auch noch genügend Leben. Aber nachts herrscht ein ganz anderes Leben im Meer als bei Tag. Und deswegen hier auch eine kleine Warnung voraus. Wenn man ins Wasser geht, sollte man immer ganz genau hinschauen, wo man hintritt. Beziehungsweise auch Schutzbekleidung in Form von Wasserschuhen anhaben. Denn neben den unzähligen Seeigeln, die den Krabben zur Beute fallen, gibt es auch andere Jäger, die tagsüber nicht so aktiv sind wie in der Nacht. Meist gut versteckt in Höhlen oder Felswänden, lauern sie nachts gerne mal außerhalb ihres Verstecks auf Beute. Das sind Skorpionfische. Ein Skorpionfisch oder auch Drachenkopffisch genannt, ist ein auf dem Grund lebender Fisch, der sehr böse Giftstacheln auf dem Rücken trägt. Und auch wenn diese Fische mit dem giftigsten Fisch der Welt, dem Steinfisch, nicht näher verwandt sind, ist ihre Lebensweise sehr ähnlich. Aber es ist auch hier wichtig zu sagen, sie stechen nur zu, wenn sie sich unmittelbar bedroht fühlen. Die meisten Unfälle passieren dann, wenn man ungeachtet auf sie drauftritt. Ich kann euch aber beruhigen, das Gift eines Skorpionfisches ist in der Regel nicht tödlich. Trotzdem sollte man diesen Fisch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn bei Giftstichen reagiert jeder Körper anders. Während ich also das Equipment mit den Skorpionfischen getestet habe, war ich aber auch unter Begleitung von zwei Makrelen. Diese haben das Licht meiner Kamera ausgenutzt, um zu jagen. Somit war für die Raubfische das Abendmahl wie auf dem Silbertablett serviert. Nach ein paar Dutzend Fischen haben sich auch die Makrelen den Magen vollgeschlagen. Und kaum sind die Makrelen weg, erblickte ich etwas auf dem Boden. Ein kleiner Zwerg, der im Dunkeln der Nacht Schutz suchte. Das war eine kleine Sepia. Tatsächlich war dieses Tier so klein wie mein Daumen. Ähnlich zu den Makrelen nutzte sie aber auch das Licht aus, um ihre Beute leichter zu finden. Ich vermute mal, dass sie hier eine Garnele erwischt hat. Genau kann ich es aber leider nicht sagen.
Wenn wir aber einige Monate zurückgehen in der Zeit, nämlich in den Juni 2023, hatte ich das Glück, meine allererste Sepia zu entdecken. Es war sehr nahe der Stelle, wo ich diese kleine Sepia gefunden habe, aber damals war es ein erwachsenes Tier. Geschätzt um die 40 cm lang und sicher 1-2 kg schwer. Dieser Koloss war ein Prachtexemplar. Sepien nutzen in den wärmeren Monaten die Küstengebiete als ihre Jagdreviere aus. Kleinere Krebse, Garnelen, aber auch Fische stehen auf dem Speiseplan. Für diese Zeit zählen Sepien sicherlich zu den gefürchtetsten Räuber des Küstengebietes. Ihr seht, auch der Mittelmeerraum hat eine einzigartige Tierwelt zu bieten. Und genau deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns alle bemühen, das, was uns umgibt, zu schützen und zu erhalten. Daher auch meine kleine Bitte an euch. Lasst bitte unter keinen Umständen Müll einfach so liegen, auch wenn es nicht euer eigener ist. Jede kleinste Hilfe zählt und ihr werdet sehen, es wird sich bezahlt machen. Das Abenteuer Mediterranen ist hier allerdings noch lange nicht zu Ende. Es gibt noch jede Menge Tierbegegnungen, Erlebnisse und Momente, die ich mit euch teilen möchte. Bis dahin lasst gerne euer Feedback in den Kommentaren da und wenn ihr ein weiteres Video schauen wollt, dann schaut doch mal dieses hier an.